Sogar Handbro. Razy ist der stylisch am hochwertigsten ausgestattete Typ. Ich habe den Typ noch nie ohne Hemd gesehen, außer wenn er nachts schlafen liegt, da ist er natürlich komplett nackt. Aber ansonsten trägt der Typ immer ein Hemd. Der ist so stilbewusst unterwegs, so hoch angesehen. Wirklich, man läuft mit ihm durch die Straße, die Leute, die gucken ihm hinterher, die tuscheln über den. Da fühlt man sich selbst, als ob man ein Obdachloser ist. Immer an, du siehst den Jungen nicht in der Jogginghose. Du denkst dir halt echt selbst so, du denkst dir die ganze Zeit selbst so, ey, eigentlich will ich gar nicht mit ihm unterwegs sein, weil ich zieh sein Ansehen nur runter. Junge, also real. Ey, Jungs, Leute, es reicht. Also real, das ist ein ganz, das ist ein Prachtkerl. Das ist ein Prachtkerl, Leute. Es reicht. Aber ey, danke für's. Es ist ein Prachtkerl. Ey, danke für die schönen Worte, Mann. Der ist auch ganz oben in der Gesellschaftspyramide. So sieht's aus. Er gehört zu den besseren Kreisen. Und ich weiß auch, das glaubt ihr alle nicht, aber er hat auch Schuhe an. Wow. Und jetzt musst du dir mal überlegen, was für Schuhe, ne? Was für Schuhe der hat? Was für Schuhe der hat? Soll ich die mal hochholen hier? Junge, pass mal auf, man kommt bei dem zu Hause rein, stellt seine Schuhe im Flur ab, du denkst dir so, keine Ahnung, sind das überhaupt Schuhe, die ich selbst hier trage? Ich kann's nicht. So Schuhe, ne? So wie so, stellt euch mal vor, ihr lauft so irgendwie so in ein Gerichtsgebäude oder so rein und da sind so Anwälte und ohne Witz, Razy trägt so genau die Schuhe wie so ein Anwalt oder so. Junge, Razy! Du denkst halt echt, der Step, wenn du mit dem durch Wiesbaden läufst, du denkst, der Step ins nächste Gericht rein und holt da irgendeinen Verbrecher raus. So läuft er da rum. Man weiß nicht, zu was der Typ in der Lage ist. Junge, ich liebe dich, Mann. Ich liebe euch beide. Ich liebe euch. Ihr seid anders krass. Ihr seid echt anders geil. Junge, zu witzig.